Es gibt keine dummen Fragen über Krebs. Wenn du selbst Krebs hast oder jemand, den du gut kennst oder lieb hast, dann hast du auch eine Menge Fragen. Kann ich mit meinem krebskranken Freund spielen oder werde ich dann selber krank? Was passiert bei einer Strahlentherapie? Was ist denn Krebs überhaupt? Also ich bin jedenfalls nicht gemeint. Ich auch nicht. Es ist aber manchmal gar nicht so leicht, Fragen zu stellen. Gerade über Krebs. Vielleicht findest du, dass sich die Erwachsenen plötzlich ganz anders benehmen als sonst, wenn jemand zum Beispiel Grippe hat. Alles wird gut. Vielleicht fragst du dich, was so besonders an Krebs ist und warum plötzlich alle so ernst werden. Vielleicht fühlt sich das alles für dich sehr unheimlich an. Und vielleicht traust du dich deshalb nicht zu fragen, was du wissen möchtest. Weil es vielen so geht, ist aus den ganzen Fragen ein Buch geworden. Wie ist das mit dem Krebs? Und aus dem Buch wurden dann Filme. Das Buch und die Filme versuchen zu erklären, was im Körper alles passiert, wenn man Krebs hat. Zum Glück gibt es viele Methoden, den Krebs zu bekämpfen. Und wir werden dir einige genauer zeigen. Und wir reden auch über die Gefühle, die Krebs bei dir und anderen auslöst. Denn auch die sind wichtig. Oft ist es nämlich so, dass einem Dinge, vor denen man Angst hat, in der Vorstellung viel größer und unheimlicher vorkommen, als sie es in Wirklichkeit vielleicht sind. Wenn man erstmal mehr weiß, hat man auch weniger Angst. Man kann natürlich nicht alle Fragen beantworten, die es so gibt. Sonst würde das ein ganz schön langer Film werden. Aber es ist wichtig, dass du weißt, du bist mit deinen Fragen nicht allein. Es gibt viele, die dieselben Fragen haben. Oft ist es gut, mit jemandem zu sprechen. Es ist viel einfacher, mit Krebs zu leben, wenn man offen darüber sprechen kann. Denk immer daran, die Menschen um dich herum möchten dir gerne helfen. Und du brauchst niemals Angst zu haben, deine Fragen zu stellen. Mama, Papa, kann ich mal was fragen? Aber ja, klar. Denn eins ist mal ganz klar. Es gibt keine dummen Fragen über Krebs. Hast du noch mehr Fragen? Hier findest du die Antwort. www.krebshilfe.de